Das waren alle, die ich bauen konnte. Echt, Alter, wie viel kostet die? 800. Krass. Hölz, seit wann haben die Schilder? Alter! Die haben schon öfters Schilder, aber warum funktioniert meine Falle schon wieder nicht am Arsch? Vielleicht, weil du die zu weit reinbaust. Ich hab sie diesmal ein bisschen extra weiter rausgebaut. Nicht so rein. Vielleicht hast du sie etwas weiter reingebaut. Klappe. Mir fällt kein anderer Grund ein, okay? Weißt du, was mir noch einfällt? Bogenschützen! Scheiße, falsche Richtung. Bogenschützen. Nein! Nein! Nein, das ist einer. Nein, oh mein Gott, Lars! Oh, oh, oh. Das ist ein zweiter Spalt. Der ist rechts, 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 rechts. Lauf! Das gut, der wurde von dem Pfeiltypen wahrscheinlich abgeknallt. Oh, Alter. Oh. Musst du mich hier erschrecken? Oh mein Gott. Wow, wie viele Bogenschützen du hast. Ich würde halt noch da vielleicht Wichtel hinsetzen. Bist dann daneben. Mit Anlauf in den Tod gestürzt. So in der Art. Lars, du bist so gut. Kein Kommentar. Hey, wieso bist du da jetzt so? Du musst da hin. Du kannst ja nicht springen, Mann. Du musst ja, da, dann über weiß, die Brücke. Ich wollte springen. Über 7 Brücken musst du gehen. Warum kann ich hier eigentlich hoch? Ich wollte. Ja, genau, stell da eine Barrikade hin. Können sie da nicht mehr drauf gehen. Eben, sinnvoll. Sinnvoll! Was war da? Sinnvoll! Scheiße! Lars hat mal wieder Zielwasser getrunken. Mist. Mein Geld reicht nicht für meinen Plan aus. Schade. Du musst dir das Upgrade für die Barrikade kaufen, oder auch nicht? Also auch komm, nicht. Komm, latscht! Nicht schießen! Nein, 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 das sind doch die. Waaaaaap! Die Babu! Bibidi babidi bubidi. Biba. Wer jetzt weiß, was er gemeint hat? Ach, Ballerina! Ballerinas! Ballerinas! Ja, yeah, you know what I mean, Ballerinas, ne? Ja, klar, ne? Ja. Ach, die, an die du dich immer ranmachst. Ja. Nur deswegen gehe ich ins Ballett. Du gehst ins Ballett? Ich bin schwer enttäuscht. Ins Ballett gehe ich. Ins Ballett. Ins Ballett. Ballett. Jetzt kommt die Ballett. Ballerinas. Ballett-Tutorinas. Ballett. Die schießen auf dich. Uncool. Oh, da kommen gleich kleine Viecher, kann das sein? Hier nein. Kommt erstmal Leben für mich. Ja! Nee. Schnitzel! Verdammt, ich hab's Upgrade nicht. Ja! Ich bräuchte hier. Ah! Das Messer. Wie geil ist Kämmer mit so einem Küchenmesser und so eine Horde Ogre reinzulaufen. Nicht Ogre, Orks. Lauf, Lars! Aber ich finde es immer sehr nett, dass die immer zum weit entfernteren gehen. Ich glaube, den hast du nicht down gebracht. Ich dachte, da drüben wären noch welche. Dachte, denen lasse ich mal meinen Schützen erledigen. Ne? Ich würde aber ehrlich gesagt den da wegbauen und dann den dahin. Nein! Ja, so ein bisschen rein, genau so. So, ja. Ja, klick. Klick doch! Nein, da könnten. Ich bin total unzufrieden mit der Situation. Ja, deshalb denkst du, baue ich das dahin. Ballerinas! Ja, Ballerina! So, weil hier kannst du nämlich ganz klein machen, dann kannst du nämlich hier unten nochmal so ein Feuer sowas hinbauen. Ach ja. du glaubt aus der anderen Spalt. Sag doch was! Lars, aus dem anderen Spalt kommen auch Wichtel. Hab ich dir jetzt geholfen? Nein, überhaupt nicht. Ja, das hätte ich früher sagen können. Ich hab's nicht bemerkt. Ich war so auf deine Spielweise konzentriert, die mich so fasziniert hat. Wir werden sterben. Nein, wir werden nicht sterben, aber wir werden noch keinen mehr reinlassen. In unseren Spalt kommt keiner rein. Wir könnten die auch alle dahin locken, bis sie nicht durchkommen. Ja, können wir auch. Muah! Du kannst alles mit dem Barrikaden machen, das ist ja das Coole. Ja, aber dann zerschlagen die. Nein, die können die nicht zerschlagen. Doch. Ja, aber wenn du sie geschickt hinbaust, dann zerschlagen die nicht. Wie ist hier in etwa geschickt? In etwa geschickt wäre es so, dass du praktisch da noch machst. Ich kann auch vom Paladin hinbauen. Ja, der wird alle aufhalten, die da lang wollen. Ja. Nein. Aber hier kommt schon mal einer, weil hier dürfen sie nicht mehr lang und wenn, dann werde ich sie töten. Und sonst, ich hätte jetzt halt so gemacht, dass die so gehen und dann so, ja, ignoriere mich. Das habe ich die ganze Zeit gemeint. Ja, was ich halt noch gemacht hätte, wäre, wenn du mal zurückgehst, so, da, hier, so, dass ich halt so und dann da so. Hier nee, noch zwei. Da zwei und dann hätte ich da eins und dann da noch die ganze Reihe zu und dann da noch und halt alles voller Barrikaden und das Geld wird super dafür reichen. Richtig. Stell ihn doch nicht da unten hin. Er ist ja sofort tot. Nein. Gute Investition, das ist gute Investition. Ah,
Die gehen sich immer gegenseitig leben, oder wie? Ach, scheiße, Dreck. Hat schon mal nicht so gut funktioniert. Doch, ich glaube, es hat super funktioniert. Super, Lars, das war super. Das Brot ist auch super gerade. Ja, wenn du so rumballst, dann geht das ja immer in alle Richtungen. Das. Shazam? Nein, wieder keine Superhelden. Wir reden nicht über DC. Okay. Ich gib's auf. Du willst mit mir über sowas nicht reden, habe ich langsam das Gefühl. Irgendjemand kennt diese Insider von DC und sonst was. Ich kenn sie nämlich nicht. Shazam! Ich kenn sie immer noch nicht. Du kennst. Oh, wie kann man Captain Marvel nicht kennen? Ich bin Captain Marvel von DC Universe. Ja, ich hab mir auch kein einziges DC dafür gekauft. Nein, ich meine, wie kannst du Captain Marvel von DC? Du kennst dich allgemein in der Branche nicht so aus, oder? Nö, überhaupt nicht. Also okay, also es gibt einen Verlag, der heißt DC und ja. Es gibt einen, der ist Marvel. Ja. Und Captain Marvel ist von DC. Ja. Also ob er davon ist, weiß ich nicht, ob jetzt gehört hat DC auf jeden Fall. Es kann sein, dass er früher mal Marvel gehört hat. So kenne ich mich dazu auch nicht. So, auf jeden Fall, dies ist eigentlich ein Kind, ja, und wenn er Shazam sagt, dann wird er zu einem Superhelden. Shazam, oh ja. Nein, nicht Shazam, sondern Shazam, Shazam, Shazam. 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 Okay. Überzeugt. Nein! Guck, die greifen die nicht an. Wenn sie einen anderen Weg finden, greifen die nicht an. Nur wenn du es ganz zubaust. Haha. Der Oger hat eins auf die Mütze bekommen. Klappe, Mann, der kommt er durch. Wenn ich ihn auslache, kommt er durch. Nein, wenn du hier nicht die Klappe hältst. Ja, wie war? Kolonia. Ich hab kein Geld mehr. kein Mana. Ja, solange sie aber nicht durch den Spalt kommen, ist es auch scheißegal. Ich glaube, du bist betäubt, Lars. Ja, solange sie mich nicht töten, ist es noch. Ja, dann geht's zum Spalt, dann kommst du leben. Glaube ich nicht. Du hast volles Leben. Was willst du da eigentlich noch? Du hast doch voll das Leben, voll nicht rum. Ich hab nicht gerade G gedrückt, oder? Doch. Scheiße. Loser, du hättest halt echt noch voll viele Barrikaden und Paladine bauen können, also. Egal, hier kriege ich jetzt sicherlich kein Mana. Dann ist alles voll in Ordnung. Jetzt brauch ich noch paar Barrikaden. Nicht da. Loser. Zwei Barrikaden, hä? Wie wär's, damit die ja nicht dahin kommen? Du mich auch. Komm schon! Ich will auch Energie! Mehr Energie! Wohin? Da, ich hätte halt da die hier. Mit den. Nee, was mit dem, wo du hättest, hätte ich halt hier zugebaut, dass die zu dem ist, das gerade im Ork durchgekommen. Das ist der weitere Weg, verlaufen sie nicht lang. Natürlich werden die da langlaufen. Die werden da gar nicht langlaufen. Natürlich, wenn du das voller Barrikaden gemacht hättest, würden die da langgelaufen sein. Müssten, hätten. Ne? Was? Scheiße, jetzt ist es knapp. Wenn du hier das Ding durchgemacht hättest, mit Barrikaden. Ich muss mich konzentrieren. Ja, wow. Du meinst, dass sie da hinein gehen würden? Rechts. Der will durch. Da ist ein Oger. Gib mir dein Leben. Hä? Egal. Guck. Was? Der Paladin hat ja den Bogenschützen mega beschützt. Ja, aber nur gegen den Doppel-Oger. Ja, egal. Vier Helme, oder? Ich sag vier. Das war voll in der Zeit. Ja, wow. Bäh. Wenn du nicht immer am Anfang irgendeinen Scheiß machen würdest. Also ich bin eigentlich immer mit 4 bin ich ganz zufrieden, glaube ich. Glaubst du? Glaube ich. Ich nicht. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Du glaubst falsch, du bist nicht damit zufrieden. Ach so. Scheiße. Hier ist Rider White und du liegst falsch. Hast du Rider White gesehen? Aber DC Universe. Ah, okay. Ich stock jetzt noch in der iPod. Nein. Stimme habe ich mir nicht. Da kommt der Tipp vor, aber ich weiß nicht, ob er Rider White heißt. Nein, hier kommt die Gnolljäger. Ich verstehe das kommt nicht. Ich hab's nicht gelesen, aber hier kommt ein Nulljäger, ich weiß es noch. Oh, und Flugtippen. Echt? Was für eine gute Kombi. Spinja, Vilexia, ja, Humma. Aber gegen die Knolljäger sind halt echt die Pilze so extrem geil. Ja. Jetzt reit. Wenn man so ein paar auf seiner Seite hat. Brauchen wir Barrikaden? Bei dem Level würde ich es lassen, nee. Warte mal, was brauchen wir noch gegen oben? Gab's da irgendwas? Gegen oben gab's halt Dista, aber das haben wir bisher nie wirklich eingesetzt. Einmal hatten ich hab's mal gemacht, aber ich ja, aber da hatten wir es tot. Nicht so. Wir haben es einmal eingesetzt, haben es aber total scheiße platziert, so, wo sowieso nie Dinger durchgekommen sind. Nee, ich hab's noch alleine mal gemacht. Ich fand's auch da nicht so. Ich kenne ja einen, der das gut findet, aber ich muss nicht. Ich weiß nicht, ob's noch nie. Aber auch hier, ich meine, hier könntest du das echt scheiße anbringen. Ja, ich hab kein Geld mehr richtig.
Und meine ganze Abwehr basiert auf Eilen. Was? Der wird's rausreißen. Ja. Stell dich vorne hin und metzelst sie mit dem Schwert weg. Toll. Guck, metzelst sie mit dem Schwert weg. Die werden dir auch nicht wegfliegen. Ich schwör's. Okay. Schaffst du da, oder? Ja, und mit sehr wenig Verlusten, wie man sieht. Ja, das ist auch super. Schnell zum Spalt, schnell zum Spalt, zum Spalt, zum Spalt. Ich kann deine Lauf, Fallschaden nehmen, gell? Ja, ja, aber das braucht schon etwas länger. Das höher meinst du? Das höher. Nein, das Bogenschütze wird geschossen. Ja, nein, der Fall braucht etwas länger. Ah, der Bodenschütze, ja. Hat er jetzt eigentlich immer noch... Ja, okay. Brauche ich auch noch eine weitere? Ja, ich brauche noch eine weitere. Nein. Okay, doch. Hab ich die jetzt unten gebaut? Ja. Scheiße. Ich kann nicht mehr wegbauen. Das kannst du immer nur in den Zwischenphasen. Wenn das so steht, 10, 9, 8, ja, ja, 6, 5, 4, 3, 2, Scheiße, 1, jetzt nicht mehr. Ach, ich will einen Knolljäger auf unserer Seite, nicht so falsch. Also ich will einen Sekt vielleicht. Nein. Willst du nicht. Den musst du jetzt mal nicht erklären. Nein, nein, der ist zu schlecht. Magic Mike auch nicht. Egal. Ich glaube, den kennst du gar nicht, gell? Magic Mike. Nein. Der Mike hat nämlich einen Magier gespielt und hat sich da Magic Mike... Ach, der, stimmt. So cool. Doch. Ich hab ihn aber noch nicht gesehen als Figur. Achtung, Achtung, unten kleine Viecher. Ich sehe es. Mach so ein Feuer. Feuer-Voodoo-Zauber. Oh, jetzt habe ich deine Anleitung für einen Crack runtergeschmissen. Wie man Edna bricht auscrackt. Na, aber nicht. Lüge, alles Lüge! Stimmt, das ist Harvest neue Augen. Das muss man außerdem gar nicht cracken. Das ich weiß, es hat keinen Kopierschutz, außer halt diesen. Ne? Ja. Ne? Den habe ich aber nicht gecrackt, den habe ich nur von Kumpel. Krumpeline. Scheiße, meine Bogenschützen sind welche da Hage. Die Teile sind so scheiße, ich mach die auf. Da! Ding. Stirbt! Toll. Du hast einen getroffen. Ja, aber nicht getötet oder was? Echt nicht? Wow. Die Teile sind so overpowered. Das ist aber halt echt krank. Ich meine, mit einem Headshot killst du die zwar, aber es ist einfach so schwer, bei denen einen hinzukriegen. So, die können noch kommen. Das Blöde ist, jetzt sind wir mit Bogenschützen next level weg. Nee, sie kommen bei unserem Spalt. Scheiße. Nein, ich habe nichts Schlimmes gedacht. Ich hab's auch nicht absichtlich beim gesagt. Aber warum müssen die da eigentlich drüber fliegen? Unter der Brücke wäre es viel besser. Weil die nicht gut fliegen können. Nennt mir ein Ziel. Sieht man eigentlich irgendwo, wer in der nächsten Horde anwesend sein wird von Gegnern? Bestimmt. Nicht. Mach so. Da doch am besten so eine Sprungfalle dahinter hin. Ich hab keine. Ah, doch eine. Gut, egal, ich mach das mal. Wo ist denn die Sprungfalle? Hier. Ach. Hier? Ja, so. Aha, sie werden also eingenommen und dann müssen sie gleich nach hinten fliegen wieder. Ich glaube, bei denen funktioniert die werden gar nicht katapultiert. Doch. Echt? Nein. Oder? Ach nee, stimmt, weil sie ja umdrehen. Oh, geht. Zum einen drehen die automatisch um und zum anderen, glaube ich, geht das gar nicht. Das sind diese kleinen Mistviecher in der Luft. Ich glaube auch nicht, dass ein Paladin da wegfliegen würde, wenn er drauf tappt. Obwohl es eigentlich echt cool wäre. Na toll. Ah, Kombo! Akimbo, haha. Ah. Boah! Smastai. Das hab ich mir auch gerade. Aber die verbrennen auch, wenn sie darüber fliegen, oder? So einer gewissen Höhe. Wird das noch? Keine Ahnung, aber ich brauch Leben. Komm, die kriegt ja schon alleine, ich brauch Leben. Die 5, die reicht nicht mehr, ich hab 5. Also die Nummer 5 hier. Fuck, Alter, wie viele kommen da eigentlich noch? Das scheint eine längere Welle zu sein. Eine längere Welle! Da könntest du eigentlich auch so Schmeißdinger hinmachen, ne? Vielen Dank. Auf der Brücke, sodass sie in die Lava fliegen. Noch mehr! Seriously? Sam? Seriously, Sam. Are you serious? Ich glaube, die sind gegen Feuer immun, kann das sein? Hä? Ich glaube, die sind gegen Feuer immun. Gegen was für Feuer? Gegen Feuer. Ich glaube nicht. Du kannst hier auch so Sprungdinger, gell? So rechts und links. Da ist kein Feuer, die dabei. Die wo laufen, die... Ja, die wo laufen, da wäre ja das geringere Problem gerade. Dank mir. Oh, große Lars-Garde. Mach da mal so eine Feuerbarrikade. Ich will wissen, ob es auch für die Dinger zählt. Ich
kann dir sagen, dass nicht. Ich kann dir sagen, dass ich tot bin! Und ich kann sagen, dass... Gucken wir mal, wie viel Leben ich noch hab. Siehst du einen Balken? Ja, ja, nein. Kommt der Ogre-Cap zu uns. Echt? Jawoll! Ogre bekommen! Das heißt, wir bekommen keine Münze. Oh. Ich brauch Leben, verdammte Scheiße. Oh, Lars. Lauf doch hin!